Come on, y'all, let's rock. Immer wenn Menschen zusammenkommen, um zu feiern, in festlicher Stimmung, in angenehmer Umgebung, gibt es einen Anlass. Jetzt auch. Es geht um eine Lokomotive. Eine Dokumentation mit einer Ministerin, einem Vorstandsvorsitzenden aus Deutschland, der Däne ist, einem Übervorstand aus Amerika, einem Projektleiter, noch einem Projektleiter, stolzen Arbeitern, einer Lok, die Blue Tiger heißt, und einem Kaiser. Fangen wir mit Kaiser Wilhelm an. In seiner Zeit wuchs eine neue Technologie heran, die alle verzauberte: die Eisenbahn. Bahnhöfe, Gleise, Waggons und Lokomotiven. Dampf trieb mächtige Stahltiere an. Die neuen Loks wurden groß und größer. Sie zogen Unmengen Güter und Menschen in einem Zug. Das war wichtig, um die Weiten Ostpreußens zu erschließen. Gleise wurden bis Königsberg verlegt und noch weiter. Handel und Landwirtschaft brauchten Transportmittel. Die Menschenmassen in den Städten mussten zur Arbeit in die neuen Fabriken und dann wieder nach Hause in die schnell wachsenden Vororte. Den Personenverkehr konnte die noch junge Eisenbahn am besten bewältigen. Jeder neue Loktyp, der eine technische Weiterentwicklung auf die Gleise brachte, wurde feierlich der begeisterten Öffentlichkeit präsentiert. In Berlin war es vor allem August Borsig, den seine Lokomotiven weltberühmt machten. Und so war es ganz selbstverständlich, dass seine Hoheit Kaiser Wilhelm eilig zu einem Rollout kam, wann immer es eins gab, mit Musik und Festlichkeit. Auch heute ist das nicht anders. Nur, der Kaiser wurde inzwischen von zeitgemäßen Managern als Käufer der Lok abgelöst. Und die feiern eine neue Präsentation eben anders. Gastgeber zum modernen Rollout ist in diesem Fall Adtrans, die Firma, die in Berlin August Borsigs Nachfolge angetreten hat. Szenenwechsel. Es gehört schon eine ganze Menge Erfahrung dazu, Lokomotiven zu bauen. Der Umgang mit Eisen prägt die Männer und Frauen, die darin Übung haben. Fast liebevoll und zärtlich bearbeiten sie den Stahl. Mit der Schweißflamme bügeln sie kaum wahrnehmbare Unebenheiten aus tonnenschweren T-Trägern. Kleinste Ungenauigkeiten addieren sich zu katastrophalen Fehlmaßen, wenn geschlampt wird. Für den Laien ist die Außenfläche glatt und eben. Weil das aber nicht so ist, wird sie Hand um Hand abgetastet. Hier ein leichter Hammerschlag, dort ein fester Druck. Eine grobe Lok braucht ein feines Auge. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Borsigs von damals heißen heute Adtrans. Adtrans ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus ABB und Daimler-Benz. Beide haben sich im Schienenverkehr vereint und halten den zweiten Platz in der weltweiten Hierarchie der Branche. Und wie Borsig sitzt Adtrans in Berlin. Vor Jahresfrist erst gründeten sich die neue Firma aus den von Daimler-Benz gekauften Resten der alten AEG und auf dem Schienenteil der schwedischen ABB. Und Adtrans startet gleich mit einem technologischen Knall, wie Borsig es immer tat. Mit einer neuen Modulbauweise kann die Lok auf jeden Kundenwunsch geändert werden. Details zeigen die Verteilung der Module in unterschiedlichen Farben. Die neue Lok wird aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt, die international zugeliefert werden. Der Antrieb, der Motor, ist ein solcher Baustein. Er kommt aus den USA.
6 oder 8 oder 12 Zylinder, mehr als 2500 PS, ein Diesel, der Strom erzeugt, damit wieder die Antriebsmotoren an den Rädern antreibt. Ein mächtiger Geselle, grob und widerstandsfähig. Die Energieversorgung, Umwandlung von Hochspannung auf Arbeitsenergie. Räder im Drehgestell. Sie müssen den Druck aufnehmen und die Kraft in Geschwindigkeit umsetzen. Je mehr Last auf ihnen liegt, desto besser greifen sie. Hier soll alles leicht sein. Und das ist das Problem. Die Mitte zu treffen, ist die Innovation. Seit vielen Jahren schon rüsten die Amerikaner in Deutschland gebaute Loks mit kompletten Antriebssträngen aus. Jetzt sind sie Partner der Adtrans. Eine Kooperation, die sich bewähren muss. Das ist eine sehr große Sache. General Electric hat sich dem globalen Markt verpflichtet und will nicht nur als ein nordamerikanisches Unternehmen dastehen. Dies wird tatsächlich die führende Technik sein, die GE und die Transportindustrie auf dem Weltmarkt anbieten werden. Die Lok ist unser Flaggschiff und wir haben die Absicht, sie so aggressiv zu vermarkten, wie wir können, um es klar zu sagen. Unser Hauptanliegen heißt Globalisierung und dies ist unser wichtigstes Produkt. Die Leute bei General Electric denken in großen Stückzahlen. Seit die großen Flächen des Weiten Westens erschlossen werden mussten, sind die amerikanischen Lokomotiven groß, schwer und dauerhaft. Sie nehmen keine Rücksicht auf vereinzelte Kundenwünsche. Aber ihre Motorenfertigung beherrscht immer noch den Weltmarkt. Und das ist der Knackpunkt in der jungen Bahnehe von Adtrans und General Electric. Die einen wollen unterschiedlichen Anforderungen entsprechen, den anderen ist das egal. Beide wissen, dass sie ohne den anderen nicht erfolgreich sein können. In einem Designstudio in Stuttgart reift ein technologisches Baby seiner Taufe entgegen. Eine Lok. Eine völlig neue, die sich nicht nur in Deutschland, in Europa und Amerika verkaufen lässt. Sie muss weltweit interessierte Kunden finden. Innen? Innen soll der Eisenbahnpilot auf rotem Muster sitzen. Der Stoff wurde entworfen und gewebt, eigens für den Blue Tiger. Das Konzept von A bis Z, ein Entwurf des Designers. Ein Traum der Selbstverwirklichung. Schwierigkeiten, dass ja im Bereich der Technik oftmals immer noch die Vorstellung heißt, dass man ein Design eigentlich nicht braucht. Aber Design heißt ja, entsteht ja immer. Es entsteht immer ein Image, weil es immer irgendwie auf irgendeine Weise zusammen eine Gestalt entsteht. Das Profil ist wichtig. Es muss ein Gesicht sein. Stoßfinger integriert oder abgehoben verändern die Emotion. Am Modell wird konzipiert, kleine Unterschiede diskutiert und verändert. Das Profil soll die Lok so schlank machen, dass sie den Kundenwünschen entspricht. Dadurch wird dieses Profil festgelegt. Wir hatten dann dieses Profil zu einem Ende zu bringen, das heißt einen Kopf zu gestalten für die Fahrerkabine und haben dann einen leichten Radius gewählt, 5000er Radius, alles in Stahlblechkonstruktion, damit sie auch in Drittländern zum Beispiel hergestellt werden kann. Tiger soll sie heißen, Blue Tiger. Tiger, weil das auch in Asien gut ist und Blue, weil Blau die Farbe der Technik ist, der gebremsten Emotion. Und weil sie viele Väter hat, wird ein um das andere Bild verworfen, bis sich alle geeinigt haben. So sieht die Lok gut aus. Mit der Plattform fängt alles an. Auf der Plattform wird aufgebaut. Besser gesagt, es wird aufgesteckt. Denn der Blue Tiger erfüllt Wünsche, die die Bahnbetreiber schon lange hatten. Die in Indonesien, in Thailand, Staatsbahnen in Afrika, in Mexiko, in China und die, die durch die sibirische Steppe fahren. Und das wird bald deutlich. Aber zuerst kommt unser Bekannter aus USA, der Motor. Spannend, ob die Passmaße stimmen, ob er drauf passt. Ja, jetzt gut. So, jetzt lassen wir so ein bisschen ab. Brauchen wir eigentlich gar nicht ganz drin zu drehen. Das ist ja nur, dass wir die Führung haben. Ja, genau. So, Otto, hast du eine drin? Ja. Dann lass mal langsam ab. So wird eins ums andere eingefügt. Und von unten betrachtet wird an den Verstärkungen deutlich, dass der sonst so vollbepackte Boden der Lok wie ein leerer, hohler Fischbauch aussieht.
Die Tanks und Behälter verschwanden in den tragenden Teilen. Alles, was bleibt, sind die verstärkten Kanten und Ecken. Leichtbau ist gefordert und wird erfüllt. Das Fahrerhaus, die Kabine, schwebt zu ihrem Platz auf der Plattform. Sie ist ein Modul in Polen gefertigt. Dort ist die Arbeit um die Hälfte billiger als in Deutschland. Jetzt wird es in Kassel montiert. Die Montage muss einfach sein und so wird hier und jetzt geübt, was später die Norm sein wird. In den Zielmärkten, die noch keine Erfahrung haben mit dem Bau komplizierter Eisenbahnen. Die Module müssen auch dort noch passen, die dann immer noch von internationalen Zulieferern beigestellt werden. Jetzt wird Erfahrung gesammelt. Hier hört das normal. Nee, das ist euer Oberteil. Ja, dahin, bis dahin. Ne? Dann machen wir hier mal 5 oder 10 mm Luft. Die Zeichnung, hier diese mit der Führer, stimmt nicht überein. Nee, ich habe das schon gemerkt. Passt die so genau? Kann ich ganz genau was. Also müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen was korrigieren. Ein bisschen nachbiegen oder irgendwie. Nach ganzen 7 Wochen Montagezeit ist der Blue Tiger bereit zur wichtigsten Bewährungsprobe. Es beginnt die Hochzeit. Der Augenblick, in dem der Aufbau auf die Räder gestellt wird. Weichen die Maße auch nur um Bruchteile vom Plan ab, ist viel Zeit verloren. Geld noch obendrein und die Ehre der Lokomotivwerker ist so gut wie dahin. Der Blue Tiger soll 33.000 Mal verkauft werden, das haben die Marketingleute ausgerechnet. Die Zahl ist unglaublich hoch. Bisher werden Loks eines Typs vielleicht 100 Mal in Deutschland verkauft, in Europa 220 Mal. Aber 33.000, der alte Borsig wurde gelb vor Neid. Jede Hochzeit ist eine äußerst spannende Zeremonie. Alle sind gekommen. Kollegen von der Montage nebenan, aus den Büros, möchtegern Chefs und die Richtigen. Alle sind dabei. Immer. Heute wie damals bei Borsig. Am Prinzip hat sich nichts geändert. Zig Tonnen hängen an dünnen Stahltrossen und geübte Blicke lassen die Richtung erkennen, in der obere Teil auf die beiden Drehgestelle absinkt. Jetzt kommt es drauf an. Der Augenblick der Wahrheit. Stimmen die Berechnungen? Stimmt die Ausführung? Passen die Teile, die Module aus Pittsburgh und die aus Lodz und die alle auf die aus Kassel und Berlin? Sogar die sonst so kühlen Techniker können ihre Emotionen nicht zurückhalten. Es ist ja immer ein sehr erregender Moment, wenn man nach 1,5 Jahren Entwicklungs- und Bauzeit dieses Ereignis, die sogenannte Hochzeit, vor sich hat, das Aufsetzen des Lokkörpers auf die Drehgestelle. Und hatten Sie Herzklopfen? Das können Sie aber glauben, ja. Mindestens doppelt. Aber jetzt bin ich wirklich zufrieden. Die hintere. Das Kunststück scheint gelungen. Jetzt sind etwa 100 Tonnen zusammengefügt. 22 Meter Länge stehen auf ihren Rädern. Das Gewicht ist auf 6 Achsen verteilt. Jede Achse trägt 18 Tonnen. Und genau das ist der Erfolg des Blue Tigers. Er ist viel leichter als die üblichen Loks, die es nicht unter 36 Tonnen auf jeder Achse schaffen. Die Männer sind stolz auf ihr Baby. Zumal auch noch die letzte Schraube passt. Sauer, schön.
Zum Foto bitte. Gruppenbild im Tiger. Die Projektleiter wirken etwas linkisch, unbeholfen. Am liebsten würden sie sich erst einmal ordentlich ausschlafen. Können Sie mal so ein bisschen lässig sich vielleicht auflehnen oder irgendwas machen? Ein Arbeitsmarathon aus 80 bis 90 Wochenstunden hat sein erstes greifbares Ergebnis. Das Experiment ist gelungen, der Prototyp steht auf eigenen Beinen. Darum geht es, ist der Hintergedanke da. Das ist für nächste Woche Samstag dann geplant. Wenn die Lackierung soweit beendet ist, dann wird Gitter und Klappen, die Führersitze müssen eingebaut werden, Fenster, solche Sachen alle. Fenster und Fußboden. Wir hatten uns gestern schon mal zusammengesetzt und die Leute, die da alle zusammengearbeitet haben, haben eine Flasche Bier getrunken, haben darüber gesprochen. Was jetzt noch kommt, das ist mehr oder weniger hier bei der Geschäftsleitung. Da können wir und keinen Einfluss drauf. Ich meine, fühlt sich schon irgendwie, wenn das so klappt, geehrt. Das ist schon richtig, aber das hätte ich genauso gut einen anderen machen können. Ich meine, warum wir dann ausgesucht worden sind, das weiß ich noch auch nicht. Aber wenn die Sache natürlich dann klappt, dann fühlt man sich schon irgendwie schon ein bisschen geehrt. Das stimmt schon. Das große Tor hebt sich zur allerersten Ausfahrt. Der Blue Tiger scheint noch zu schlafen. Die kleine Arbeitslok zieht den prominenten Bruder an die frische Luft. Es scheint, als solle sie ihm zeigen, wie man läuft. Und die Mannschaft wird nebenher laufen, um zu prüfen, ob sich alles so bewegt, wie es sein muss. Unmerkliches Rucken und Reißen kündet Schwierigkeiten. Unvorhergesehen verweigert Blue Tiger den letzten Schritt in die raue Welt. Trotz der morgendlichen Kühle wird den Männern warm. Die Analyse kommt schnell und exakt. Die Bremsen geben die Räder nicht frei. Aber warum? Wurde etwas übersehen? Vergessen? Die Lösung ist so einfach, wie sie beseitigt wird. Normalerweise werden die Bremsklötze an ihren Trägern angebunden, solange noch keine Hydraulik für den festen Sitz sorgt. Hier schwimmen sie frei und haben sich verkeilt. Weg damit. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die Lok muss rollen. Aber Zeit für alten Aberglauben bleibt. Die Münze, die bei der Jungfernfahrt platt gemacht wird, bringt Glück. Dem, der sie in der Tasche trägt, und der Lok auch. Man kann ja nie wissen. Der Blue Tiger rollt. Etwas steif und unbeholfen noch, aber immerhin. Die Männer sind stolz und wissen nicht, wo sie ihre Lok zuerst anschauen sollen. Sie ist ihr Kind. Zwar heißt es, Technik sei ein Produkt, nur zusammengeschraubte Teile, und doch hat es etwas mit Liebe zu tun. Die allererste Probefahrt muss klappen. Für die Blue Tiger Crew ist es ein Wettlauf mit der Zeit. In den Zielmärkten der kleinen und großen Tigerstaaten des asiatischen Kontinents werden schon die Gleise gelegt, auf denen neue Loks rollen sollen. Wer als erster dort die Räder auf die Schienen bringt, hat gewonnen. Der macht das Geschäft und kann verkaufen. So wie ich das sehe, jede Menge Platz. Wir müssen nur noch mal, Moment, langsam, wir können nur mal eins machen. Den Luftspalt jetzt zwischen dem Anschlag, bis der anliegt, mal messen und gucken, wie viel unten ist. Ja. Dass es nicht unten weniger ist als oben. Wenn das nämlich der Fall wäre, müssten wir oben noch eine Beilage drauf machen. Nee, unten ausnehmen. Oder unten ausnehmen. Und das Nicken, Wolfgang, ich glaube, das müssen wir nicht voll berücksichtigen. Nein, das war eben nur den Fall der Werkstattentgleisung, ja, dass er da nicht ranschlägt. Aber gut, das schauen wir uns auf der Zeichnung nochmal an. Ich meine, wir müssten ausreichend Platz haben, mehr als ausreichend.
gut. Fast wäre die Münze vergessen worden. Platt und unscheinbar ist sie jetzt für immer ein Glücksbringer. So wird nicht jede Lok lackiert. Eingehüllt und abgedeckt. Blue Tiger, Tigerblau, das springende Wappentier auf der Flanke. Blau und Silber, so will es die Marketingabteilung. Nicht so, wie es die Eisenbahner sonst immer wollen, schwarz und rot. Das Fahrwerk wird silbern. Das lässt die Lok leichter aussehen als mit dem üblichen Schwarz. Der optische Eindruck ist eben auch wichtig. Eigentlich stand noch Grün zur Diskussion, aber Grün wurde verworfen, weil das Adtrans-Logo grün ist und dann wäre das nicht deutlich genug hervorgetreten. So einfach geht das mit den Entscheidungen. ...180 Kilometer entfernt in Wiesbaden, ein Staatsempfang im Schloss Biebrich. Die Ministerin für Familie und Soziales vertritt den unabkömmlichen Ministerpräsidenten und bittet zu Drinks und kleinem Buffet. City of Kassel, where you, by the way, will have the chance to have to see another palace like this one from another sovereign in northern Hesse. Die Geladenen kommen aus aller Welt. Eigentlich nicht, um ihr zuzuhören. Sie werden vorbereitet auf das Rollout des Blue Tigers in Kassel. Sie werden festlich eingestimmt auf den Augenblick, in dem sie ihre Kaufentscheidungen fällen sollen. Und so zahlt Adtrans den Aufmarsch der Verkehrselite. Für Adtrans ist das wichtig. Und für die Frau Minister auch. Also in Zeiten internationalen Wettbewerbs gibt es verschiedene Standorte, die ja dann auch miteinander konkurrieren. Aber wir haben in Nordhessen und in Kassel sicher auch Standortvorteile. Wir haben eine hochqualifizierte, sehr motivierte Arbeitnehmerschaft. Wir haben Lebensqualität zu bieten in Nordhessen. Und ich denke, dieses zusammen mit der Tradition, mit der technischen Tradition, die Kassel hat, das sind gute Vorbedingungen für den Standort. Etwa zur selben Zeit in Kassel. Stühle werden eingemessen. Schließlich soll sich das Publikum nicht die Beine in den Bauch stehen, wenn das Rollout-Show-Programm läuft. Denn es wird groß zelebriert, das Rollout. Fast heimlich kommt der Blue Tiger in die Halle zurück, in der er gebaut wurde. Bunt und Schmuck, und das Laufen fällt ihm sichtbar leichter. Dann drängen die Gäste. 800 können es sein, die an der technischen Innovation der neuen Lok teilhaben wollen. Interessierte, Kunden, Multiplikatoren. Aus 35 Ländern sind sie gekommen, um den Blue Tiger zu erleben, der die Transportaufgaben der Zukunft erledigen soll. Vor allem in den schnell wachsenden Ballungszentren Asiens werden leichte Loks gebraucht. Dort gibt es keine festen Gleiskörper. Daran wird gespart. Sogar der sonst so erfolggewohnte amerikanische Partner ist präsent und neugierig auf das Teil, das die Deutschen unbedingt so leichtgewichtig bauen wollten. Eigentlich war es nicht so schwer, wie wir es erwartet haben. Man denkt, die Zusammenarbeit von zwei Riesen kann nicht leicht sein. Aber in nur einem Jahr haben wir es vom Konzept bis zur fertigen Lok heute gebracht. Was ein ziemlich großer Erfolg ist. Es war viel leichter, als wir es erwartet haben. Und wer auf die Farbe Blau kam, nun, das weiß ich wirklich nicht, aber es war wie bei allen wichtigen Sachen eine gemeinsame Entscheidung. Tja, blau soll sie sein, aber sonst, man wird sehen. Überall, wo Asiaten aufeinandertreffen, werden Karten getauscht. Schließlich will man wissen, ob der da gegenüber am Ende gar wichtiger ist als man selbst. Aber sonst ist alles eine große Familie. Jeder ist zufrieden mit seinem Partner. Das ist natürlich eine langfristige Investition, aber die
Dieses ist nur das erste Lokomotiv. Da kommt noch eine neue, das ist eine ganze Familie. Und wir fangen an mit diesem Prototyp, das ist speziell für Indonesien, Pakistan und solche Länder entwickelt. Aber wir kommen natürlich auch mit einer europäischen Version und ich glaube, ja, 2000, dann haben wir Break-Even. Es ist der Tag des Blue Tiger. Passend dazu wurden die Akteure des Starlight Express bestellt. In der zum Festsaal umgebauten Werkshalle geben sie ihm die Ehre. Und doch können sie ihm nicht die Show nehmen. Dazu sind sie zu klein. Hoch über den Zuschauern im Fahrstand des Tigers die Väter der Lok, die ihr Baby vorstellen. Und Beifall für den Blue Tiger, mit dem eine neue Generation dieselelektrischer Fahrmaschinen vorgestellt wird. Blue Tiger ist das erfolgreiche Ergebnis einer bisher so noch nicht geübten internationalen, fast weltweiten Zusammenarbeit. Gut, dass damit auch in Berlin begonnen wurde.